Guten Morgen, herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. Dieses Jahr 2021 lese ich aus Andachten von Bibelleseplänen der YouVersion Bible App, einem wunderbaren elektronischen Tool. Und ich lese heute Verse aus Jesaja 42, nämlich die Verse 1 bis 4. Und da spricht Gott selber: Seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht heraus. Er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten warten auf seine Weisung. Und wir Christen glauben, dass hier von Jesus Christus die Rede ist, in diesem prophetischen Wort Gottes. Jesus ist Gottes Knecht. Sein Gehorsam macht Gott Freude. Er ist Gottes Diener. Jesus steht für Sanftheit, für Ermutigung, für Gerechtigkeit und für Wahrheit. Wenn wir in Herausforderungen und Stürmen unseres Lebens stehen, wenn wir zerbrochen und ausgebrannt sind, ist er an unserer Seite. Jesus kommt nicht mit Strafe oder Verurteilung in unsere Situation, sondern er kommt mit seiner Gnade und seiner behutsamen Liebe. Jesu Gnade und Liebe haben die Kraft, unsere Wunden zu heilen, unseren Sturm oder unsere Stürme zu stillen, uns durchzutragen, unsere Sünden zu vergeben und uns immer wieder aufzurichten. Und darum können wir sagen, Gott ist gut. Gott ist für uns. Und das ist der Sinn von Weihnachten. Daran erinnern wir uns an Weihnachten jedes Jahr aufs Neue. Und deswegen sollte im Grunde genommen das ganze Jahr über Weihnachten gefeiert werden. Jeden Tag. Im Sinne von, dass wir uns daran erinnern, dass Gott gut ist und dass Gott für uns ist. Und dass er mit behutsamer Liebe und Gnade uns entgegenkommt. Welches Bild hast du von Gott? Ist das etwas Neues, was du entdecken kannst, was du vielleicht auch entdecken solltest, damit es dir Frieden in deiner Seele gibt? Welches Bild hast du bisher von Gott? Erwartest du Verurteilung und Strafe oder erkennst du seine übernatürliche Liebe und Gnade? Und mit diesen Fragen wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende, das vor uns liegt. Break the rules, love everyone. Und ich freue mich darauf, morgen das nächste Türchen mit dir zu öffnen.